Welcome back to Warhammer 40.000 Space Marine. Und wir jetzt, ja, jetzt werdet ihr erfahren, was hinter dieser Tür ist. Oh mein Gott, eine neue Waffe. Oder? Mann, das sieht ja alles ganz schön krass aus hier. Düster, düster. Ja, was macht er an der Konsole? Space Marine erkannt. Ultramarine Orden. Zugriff gewährt. Krakenbolter freigeschaltet. Dieser modifizierte Bolter feuert Kraken-Penetrationsgeschosse mit Adamantkern. Damit wird beim Feind schwerer Schaden angerichtet, außerdem kann man damit Deckung durchdringen. Diese Waffe ersetzt ihren Standardbolter dauerhaft. Cool. Also habe ich jetzt diese der Kern ist noch immer Fähigkeit. Aktiv. Ausgezeichnet. Wenn das der Energiekern ist, Inquisitor, entlädt er sich in die ganze Einrichtung? Nein, nicht in die ganze. Faktisch erhebt sich der Kern zum Dach der Einrichtung. Dort ist der Rest des Beschussfeldes angeordnet. Okay. Kein Plan, was er meint oder wovon er spricht. Na, was kommt jetzt? Wo müssen wir hin? Ach da. Sag doch was, Inquisitor Drogan. Da kommen hier nochmal Feinde. Oh oh. Irgendwelche nervöse Musik. Nein, 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 nein. Scheiße. Engel des Todes. Oh oh. Voll wie, ja. Zielübungen sozusagen, so ein bisschen. Ui. Hart. Harter Tobak. Die ollen Raketenwerfer. Aber die finde ich lange nicht so schlimm wie... Was? Wie diese anderen Geräte. Oh. Danke. Also wie die Schnellfeuer-Einrichtungen. Die sind schlimmer. Ja. Die Orks sind in den Tempel eingebrochen. Ich konnte sie nicht hören. War in meine Konsole eingestöpselt. Dann fiel jemand von hinten auf mich. Es war Transmechanikus Alleric. Er hatte eine Ork-Axt in seiner Brust. Er hatte den Angriff für mich abgewehrt. Der Ork drehte durch, griff nach mir, erwischte nur meinen Umhang. Ich war frei und lief. Alleric hat mich gerettet. Er starb bei meiner Rettung. Ja. Doch so gar nicht so ein Arschloch, wie wir in der letzten Folge so herausgefunden haben, dass er es sei. Okay, Munition aufnehmen, natürlich. Energieaxt, Kettenschwert. Ich habe mich ja vor einigen Folgen beschwert, dass man hier keine Kettensägenschwert irgendwie aufnehmen kann oder sowas, weil es einem nicht angeboten wird. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Also, jetzt ist es auf jeden Fall da. Ständig. Jetzt will ich es gar nicht haben. Coolerweise. Oh oh. Boah. Ja, hallo? Geh kaputt, Mann! Ich hab den doch die ganze Zeit beschossen. Naja. Shit, doof. Alter! Wo kommt der denn her? Da, direkt über mir. Oh, war kaputt hier, ne?
So. Der Bolter ist schon geil, ey. Der hat echt was Krasses. Okay, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Die Musik erinnert mich voll an Lost irgendwie, so diese Geigenmusik oder was es auch immer ist. Ja, geil. Das sah gerade nicht so leicht aus, fand ich. Ich glaube, die wollen mir sagen, dass ich das absnipern soll. Muss. Boah. Okay. Aha. Schwachstelle gefunden. In der Kopf. An dem Teil. Ja, ganz toll. So schlau von denen, dass das die Schwachstelle ist. Tja. So macht man das. Ja, ist jetzt auch nicht die schönste Methode irgendwie. Bisschen komisch. Bin ich auch nicht sicher, würde ich sagen. Nein, bin ich nicht. Wow. Alter. Neue Waffe. Ja, ich find's so scheiße. Der hat ja nicht alle ausgeschaltet gehabt. Ist doch kacke, ey. Ah, jetzt scheinen wir draußen zu sein. Sind denn hier noch ein paar Geschütze irgendwo? Mal gucken. Oh. Oh. Scheiß Tür hinter mir nur wieder. Alter, dass ich mich nicht in dieses Türschließen-Geräusche gewöhnen kann. Nervig. Okay, hier gibt's nicht so viel zu holen oder zu sehen. Munition. Oh, toll. Voll gegen Pfosten. So. Munition habe ich wieder voll. 330. Und speichern ist schon mal sehr gut. Nein, ey. Oh Mann. Ich habe keinen Bock hier drauf. Das ätzt doch. Da hinten ist die grüne Tür, aber ich wette, passiert was Schlimmes. Da, der Kommandoraum ist hinter dieser Tür. Oh. Und den Wächter geschützt. Oh oh. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Okay, die bewegen sich. Die sind ätzend. So. Den hätten wir. Das ist der kaputte. Hä? Da unten. Ich schieße auf das Teil die ganze Zeit, ne? So. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Mehr dürften hier nicht sein. Glaube ich, hoffe ich. Flehe ich. Bitte. Nicht noch mehr solche ätzenden Geschütze. Wobei die relativ einfach sind. Die können sich ja nicht so in unsere Richtung bewegen. Oh. Überragende Wildheit. Was ist das? Ihre Wildheit erhöht sich nun schneller. Nutzen Sie diesen Vorteil, um den Feinden der Menschheit gnadenlose Gerechtigkeit zu bringen. Ha. Geil. Noch schneller.
Sehr gut. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind in Kürze abgeschaltet, Captain. Hm. Ich fürchte jedoch, Sie waren das Einzige, was die Orks draußen hielt, wie auch immer. Aber Sie werden die Waffe abfeuern können? In der Tat. Dann sollten wir uns beeilen. Dieser Ort wird sehr bald von Orks überschwemmt sein. Natürlich. Sicherheitssysteme abgeschaltet. Autorisierung erkannt. Oh. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Bitte gehen Sie zum Generatorraum. Was? Wo ist der denn? Jetzt muss ich keine Angst mehr haben, oder? Vor. Ah, da. Nein! Ochse. Dann werde ich die mal töten. Muss ich hier in irgendeine spezielle Richtung? Mal gucken. Besser für den Imperator sterben als alleine. Wie bitte? Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Guck mal, ey. Das ist so unfair. Ich sterbe nicht bei riesigen Haufen Orks, sondern einfach nur. Keine Ahnung warum. Oh Mann. Das nervt mich. Komm schon, warum bin ich jetzt gestorben? Meine Fresse. Ah, echt richtig nervig. Nein. Sehr gut. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind. Ja, bla, jetzt beeil dich, ich will hier raus. Ich fürchte jedoch, Sie waren das Einzige, was die Orks draußen. Ah, Mann. Adeptus Astartes erkannt. Voller Zugriff gewährt. Das ist so kacke. Ich weiß, was es ist. Aber Sie werden die Waffe abfeuern können? In der Tat. Dann sollten wir uns beeilen. Dieser Ort wird sehr bald von Orks überschwemmt sein. Natürlich. Sicherheitssysteme abgeschaltet. Ja, mach mal Tor auf hier. Ich weiß nicht, was mich getötet hat. Echt. Gehen Sie zum Generatorraum. Wow. So, jetzt gehe ich zum Generatorraum, wenn ich wüsste, wo der ist. Wow. Okay. Killen. Orks killen. Was tötet mich hier? Meine Fresse. Habe ich mich gerade etwa zu doof wieder angestellt oder was? Kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Ah. Ich weiß, was mich getötet hat. Kanister in die Aufnahmevorrichtung im Energiekern, Hunde. Captain. Müssen wir wieder mit Strahlung rechnen? Nur wenn Sie den Kanister fallen lassen. Okay. Ah, sehr gut, Captain. Ihre Zeit, meine Energiequelle zu tragen, ist endlich vorbei. Abstand halten. Schusssequenz der Psi-Geißel eingeleitet. Alarm. Gebäudeschäden. Warnung. Notbehältnisse zu beginnen. Verdammtes Ding! Was muss ich tun, Inquisitor? Sie müssen die Ausrichtung des Feldes manuell starten. Mit Gewalt, wenn nötig. Wo? In der Abschusskammer. Aufzug betreten, Ultramarines. Wo? Wo denn? Hier unten? Ich glaube schon. Ist ja die einzige Tür, die zu öffnen ist, ne? Ja. Kommt schon. Die Abschusskammer. Sie müssen sich beeilen. Die verdammten Orks haben die Hauptschaltkreise zum Abschussturm gekappt. Sie müssen die Schaltkreise wieder verbinden, Captain. Sonst gibt es eine Überladung, die den Planeten zerreißt. Verstanden. Oh. Geil.
Tolles Einsatzziel, ey. Irgendwas musste ja wieder schief gehen. Kann ja nichts glatt hier gehen, ey. Richtig schlimm. Ja. Das dürfen wir aber beim nächsten Mal erleben. Wenn ich wieder Warhammer 40.000 Space Marine spiele. BKA, wie immer. Also bewerten, kommentieren und wenn ihr wollt, abonnieren. Wenn ihr es gut fandet, natürlich nur, ne? Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. One step at a time, don't be living on the line, I don't need a friend.